Leute, es hat mich voll erwischt. Ich bin volle Kanne im Retro-Fieber. Meine Freundin und ich haben uns neulich einen Analog Pocket gekauft und sind jetzt gerade wieder dabei, Game Boy und Game Boy Advance Spiele zu zocken. Zelda Four Swords und Pokémon Blau und Gelb zusammen mit dem Link-Kabel zu spielen, das hat in mir nochmal anders wilde Gefühle erweckt. Deswegen bin ich meine alte Rumpelkiste nochmal durchgegangen und habe festgestellt, da fehlt ein bisschen was. Und dann habe ich auf Kleinanzeigen mal nach Spielen geschaut und holy shit, wollen die Leute einen da verarschen? Einmal habe ich 40 Euro verloren, weil ein Spiel einfach nicht ankam. Andere versuchen überteuert Fälschungen und Reproduktionen zu verkaufen und ganz andere haben wieder Preisvorstellungen von anderen Welten. Bessere Erfahrung, ich muss gerade lachen, weil mein Shirt, da steht einfach nur ich flip, dabei steht da ich flip aus. Okay, der Witz ist jetzt rübergekommen, haben wir das geklärt. Bessere Erfahrung habe ich gemacht mit euch, meinen Freunden und Followern. Auf Twitter wurde mir von zwei Followern Pokémon Saphir und Pokémon Kristall verkauft und ich bin auch auf der Suche nach ein paar weiteren Spielen. Deswegen, schaut mal in eure Schubladen. Vielleicht habt ihr ja irgendwo noch Spiele rumliegen, die seit Jahren darauf warten, wieder gespielt zu werden. Ich bin natürlich bereit, euch auch vernünftig was dafür zu bezahlen. Nur vielleicht nicht das. Also aktuell suche ich vor allen Dingen WarioLand 2 und 3, Pokémon Pinball für den Game Boy Advance, Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün. Pokémon Blattgrün hatte ich sogar mal. Ich habe sogar noch die Anleitung davon. Es wurde mir aber einfach geklaut. Genauso wie mein 3DS und Mario Party 6. Das sind einfach alles Sachen, die ich nie wieder bekommen habe. Ey, schämt euch. Und ein bisschen außerhalb der Reihe, Pokémon Colosseum und Pokémon Channel für den GameCube suche ich auch gerade. Solltet ihr die genannten Spiele oder andere noch irgendwo rumliegen haben und nicht mehr benötigen, schreibt mir auf Instagram, Twitter oder über diese E-Mail-Adresse hier und macht euch Gedanken, was ihr für die Sachen haben wollt. Und wenn nicht, dann schreibt mir einfach einen Kommentar, was euer Lieblingsretro-Spiel aus der Vergangenheit ist. Ansonsten vielen Dank und haut raus!